Seit einiger Zeit geht in Kassel ein Mann um und macht sich in den Geschäften an der Kasse geheimnisvolle Notizen. Ein Falschgeldjäger? Nein, er verfolgt die Spuren der Euro-Geldscheine. Er ist ganz heiß auf alle Seriennummern der Noten, die ihm in die Hände gelangen. Die schreibt er dann auf, trägt sie ins Internet ein und ist gespannt, wo dieser Schein in der Welt wieder auftaucht. Mittlerweile ein weltweites Netzwerk, die sogenannten Euro-Bill-Tracker, machen es möglich. 6, 0, 6, 3, 2, 7, 7, 2, 7, 1. Diese klitzekleinen Zahlen auf den Euroscheinen sind derzeit Jörg Bartholomeis größtes Hobby. Er ist ein sogenannter Euro-Bill-Tracker. Das heißt, er verfolgt jeden einzelnen Euroschein, den er in den Händen hatte, über ein Internetsystem. Was die meisten Leute auch nicht wissen, an der Seriennummer kann man auch erkennen, wo der Schein in Umlauf gebracht wurde. Ja, mich persönlich fasziniert diese Tatsache, dass man das in Echtzeit verfolgen kann. Verfolgen kann man die Kultenwanderung so. Auf jedem Schein steht wie hier beim Fünfer ein Druckereicode, also wo er hergestellt wurde. Dazu gibt es die Seriennummer eines jeden Scheins. Die gibt's nur einmal überhaupt. Jede Nummer, die der gelernte Bürokaufmann aufschreibt, trägt er hier auf der Seite von www.eurobilltracker.com ein. Das System erkennt, ob der Schein schon erfasst ist. Dann gibt's eine Meldung, wie auch bei Jörgs fliegendem Holländer, sein weitester Schein. Anfang Mai. Da bekam ich auf einmal die Meldung, Ihr Schein, den Sie im Januar eingegeben haben, ist jetzt in Venray in den Niederlanden wieder aufgetaucht. Das war natürlich schon ein Erfolgserlebnis, mein erster Treffer. Er hat ja auch schon 23.000 Noten eingegeben, 5 davon wurden wiedergefunden. Der absolute Rekordhalter unter allen Euro-Trackern, ein 20er, hat es als Devise von Chile nach Belgien geschafft. Das sind knapp 7.500 Kilometer. Den deutschen Euro erkennt man übrigens an diesem X. 8,6 Milliarden Scheine sind derzeit im Umlauf, die meisten überhaupt. Das liegt eben daran, dass die Bundesrepublik Deutschland die größte Volkswirtschaft ist. Einerseits und auf der anderen Seite eine der am meisten bargeldorientierten Gesellschaften in der Europäischen Währungsunion. Also noch Hoffnung für Jörg, weitere Treffer zu landen, auch wenn er dafür keinen Schotter bekommt. Er macht das Euro-Bill-Tracking halt aus Leidenschaft.